Konnichiwa, ihr lieben Ninners, und herzlich willkommen zur FIFA-Prognose zum Nord-Derby zwischen Bremen und Hamburg. Ich mit Bremen, MG mit Hamburg. Guten Tag. Natürlich versuchen wir unser Bestes, um euch ein gutes Spiel zu liefern. Also ein Bremen-Sieg? Nee. Naja, aber die Hamburger zuletzt RB Leipzig geschlagen. Kann man ja auch, so schlecht sind sie nicht mal drauf momentan. Aber zu Hause besser als auswärts, von daher. Ja, gut. Quoten stehen nicht unbedingt dafür. Oh shit, da ist einer von dir. Oh Gott. Ja, und dann kommt der Pass aber nicht durch. Er grätscht schon wieder. Oh, und er kommt trotzdem durch, weißt du? Natürlich. Heul mal rum hier. Oh ja, ja. Oh, rum hier. Oh. Dann noch so eine geile Schussposition gewesen. Aber nee. Oh Gott. Was saut er mir? Was ist denn das für ein Geplänkel hier? Da, nix da. Derby halt, da geht's über den Kampf, da gibt's keinen schönen Spielerei hier. Ach so, wenn das so ist. Dann ziehst du mir erstmal die Beine weg, meinst du? Nee. Grätsch nur und hau dir den Ball weg. Und probier's mir die Beine wegzuziehen. Ja, oder so. Ich probier eigentlich immer die Beine zu treffen, aber irgendwie wird's nicht immer was. Nee. Jetzt spielt er den doch noch. Ach so. Er nimmt ihn nicht. Aber Einwurf. Richtig unnötig, ja, aber richtiger unnötiger Einwurf. Guck, hab ich. Ja, schön für dich. Wird ja eh nichts draus. Danke. Ja, weil du wieder faulst hier. Ja, ich faul nicht. Guck mal, schöner Pass Schuss. Rein. Ja, ja, war ja nur ein Pass, aber egal. Ja. Gott, ey. Ah, ja, läuft auf jeden Fall hier. Alter, er stellt sich da einfach mal dazwischen. Ja, weil ich's kann. Dass du Glück hast, würdest du sagen. Ah! Du sogar durch. Wieso grätscht der? Ohne Scheiß. Chiri. Die Grätsche hätte man auch mal abpfeifen können. Ja. Nee, das machst du da nicht. Da läufst du nicht einfach durch. Wenn ich durchgelaufen wäre, hättest du blöd geguckt. Ja, weil es nicht realistisch wäre, dass du irgendwo durchläufst. Ah, der muss doch nur durchkommen. Alter, willst du mich verarschen? Ja. Ah! Wir haben selten so schlechte Mannschaften im FIFA gespielt, muss man halt einfach leider auch sagen. Ja. Von daher ist das hier natürlich auch ein bisschen... Bisschen kritisch, weil die Pässe nicht so kommen, wie sie sollen und so. Ja. Deswegen einfach mal eine Flanke bringen, in der Hoffnung, die kommt irgendwie. Aber ja, Adler ist zur Stelle. Irgendwie gekommen, aber irgendwie zu Adler. Alter, hau den noch weiter, Adler. Ach, komm. Wie lange noch Vorteil? Come on! Eine halbe Szene Ewigkeit war längst vorbei. Lächerlich. Ach. Wenn der Schiri sagt, es ist noch Vorteil, dann ist es Vorteil. Für dieses miese Foul. Ja. Hallo, gib mir mal den Ball. Nein. Warum liegt da überhaupt ein Spieler in der Mitte von mir? Weiß ich nicht. Wieder faul hier gespielt, oder was? Nö. Jetzt träumt er, dass er hier durchkommt. Alter, von hinten in die Beine. Was? Das war nix! Genau, Ball gespielt. Ach, Bullshit. Zeigen sie nicht mal eine Wiederholung, weißt du? Das sind die richtigen. Genau richtig gesehen. Und dann Wiederholung hier wegdrücken. Erstmal die Mauer ein Stück vorholen. Bisschen einschüchtern. Ich hab kaum draufgehauen. Ja, der aber das ist halt La Socca, ne? Der haut den Ball halt einfach mal gepflegt drüber. Ja. Chiri, das muss nicht sein, so ein Mordversuch hier. Das war keine Bombe, also. Zum Glück, ey. Zum Glück. Alter, das war Mord. Ach, Bullshit. Jetzt kriegt er noch den Freistoß. Come on. Ich bitte dich.
Jetzt mal Butter bei die Fische, ey. Das war doch kein Freistoß. Moisander hat doch gar nichts gemacht. Nö, hä, nicht. Dafür? Ne, dafür gab's Gelb, aber den Freistoß gab's ja in einer komplett anderen Situation. Ach, lächerlich einfach nur. Na, da schießt er nicht früh genug, Kacke. Und noch eine Gelbe. Noch eine Gelbe, zum Glück nicht Moisander. Stand ja in der Mauer? Keine Ahnung, wo der steht. Ne, ich hab ihn gerade ausgewählt, auf der Linie steht er. Ach, schade. Da schießt er gegen die Mauer, aber alles easy. Bis jetzt noch. Ah. Gut. Nein, nein. Die Grätsche ging vorbei. Schiri! Ja. Das Mindeste. Da kann man auch mal über Gelb nachdenken. Kann man, muss man aber nicht. Wohin mache ich denn jetzt? So ein schöner Chipball. Und dann ist da. Oh, fast. Der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Bisschen kürzer. Aus dem Stand! Oh, come on. Bisschen besser platzieren, hättest du den schon können, damit Adler wenigstens mal springen muss. Nee, Adler springt so schnell nicht. Der geht weit drüber. Uiuiui, Pizza macht es nicht, ne? Der alte Mann. Muss man gar nicht angucken. Alter, stützt dich noch mehr auf. Ging nicht noch mehr. Lauf doch einfach mit, weißt du? Der hört auf einmal auf zu laufen, der Kruse. Ja, da dachte sich, hey, Dankeschön. Genug für mein Geld, was ich krieg. Ich bleib mal stehen. Oh, fuck. Oh, da ist das 1-0 durch den eben erwähnten Kruse. Genug für mein Geld. Zack, 1-0, Bude. So muss es laufen, 42. Spielminute. 1-0 für Werder. Schöner Doppelpass und dann war die Abwehr mal komplett ausgehebelt. Eieiei. Der hat schon Geld. Da wärst du es für Max Kruse jetzt auch gewesen, ne? Genug für sein Geld gearbeitet, hat er sich gedacht, oder was? Oh, gefährlich, gefährlich. Gefährlich, gefährlich! Das gibt's doch nicht! Warum geht da keiner hin? Lasogga mit dem Ausgleich noch vor der Halbzeit. Echt lächerlich. Warum geht da keiner hin? Guck mal, da steht doch direkt. Der springt nicht mal hoch. Der guckt nur blöd. Wer ist denn das? Erstmal zur Halbzeit auswechseln. Ne? Chiri. 4 Minuten Nachspielzeit in der. Was? Alter, ist so viel passiert? Nein. Eigentlich nicht, ne? Paar gelbe Karten, aber. Ah! Ja, die zweite war ja nur Dummheit. Ja, ich wollte so weit zurück. Wolltest du es? Nee, nicht cool. Wirklich. Ah, schade. Das macht Moisander ganz abgeklärt. Obwohl er schon gelb hat, geht er da mit Risiko in den Zweikampf. Der ist im Aus. Er ist nicht im Aus. Ich wusste genau, dass du da hinspielst, aber konntest nicht verhindern. Ach, komm. Ah, schade. Easy für den Keeper. Chigi, Halbzeit! Ich starte kurz. Wo der so reinhüpft, ja, weißt du? Ja. Ja. Halbzeit 1-1. Eieiei, Freunde. Und ihr wisst, was in der Halbzeit passiert. Was? Du dopst deine Spieler? Ich dope meine Spieler, ja. Vielleicht wechsle ich auch den alten Mann aus. Das kann auch sein. Pizza hat doch gar nichts mehr, weißt du? Ach so. Ja, schon nach einer Halbzeit schon durch. Ja, im echten Leben schon. Von daher, man muss ja auch ein bisschen am echten Leben orientieren. Hab ich so gedacht. Du bist ja fies. Ist halt die Wahrheit, leider Gottes. Wie alt ist der Mann jetzt? 38 oder so? Ich weiß es nicht. Na gut, für einen Feldspieler stattlich.
als Torwart in der Blüte seines Lebens. Naja, selbst Torhüter hören da größtenteils schon auf. Bis auf Buffon. Na, Buffon fängt da erstmal richtig an. Der hat jetzt gegen Barca auch ein paar Dinger gehalten, wo man dachte, der geht rein. Eieiei. Na, sogar hier komplett durch. Aber alles easy. Gut gescheckt und dann war's das schon. Oh, wo willst du hier durch? Oh, hier. Shit. Oh, dann lenkt er den noch ab. Alles easy. Warum spielt er denn nicht einfach im Fuße? Wo ist denn das Problem? Nicht mal Vorteil. Wofür? Du hast den Ball gespielt. Du hast den Ball nicht mal berührt. Doch. Ah, come on. Nicht mal Vorteil. Eieiei. Lächerlich. Allein der Versuch. Ist doch egal. Kruse! Was ist mit dem los? Max Kruse! Schießt sich hier selbst zum Derby-Held, ne? Ei, ei, ei. Mit einem Tor des Monats hier einfach mal. Alter, Wattenstrich! Zack! Der sitzt, da hat der Adler keine Chance. Jetzt nur das Ergebnis auch halten und nicht wieder nach 2 Minuten das nächste Gegentor kassieren. Das wäre mies. Aber da ist keiner in der Mitte. Da ist keiner in der Mitte. Jetzt ist jemand in der Mitte. Hallo. Die Panik im Fresh-Stimme. Jetzt geht hier erstmal Junuzovic ein paar Meter. Die Flanke. Oh, das Ding ging 3 vorbei. Und Bartels kriegt ihn aber nochmal. Die nächste Flanke. Ah, die hätte gepasst. Komm, spiel ihn raus. Dann läuft er den Meter zu weit mit dem Ball. Ach komm, da kommt er noch gerade so hin. Danke. Ja, schön, dass du mir meinen Spieler so wegblockst. Kein Thema. Schiri, der steht nur auf dem Fuß. Du gehst immer meinen Spieler im Weg um, der Wahnsinn. Ja, aber du nicht, oder? Und du kriegst Vorteil. Ja. Wenn du mich faulst, weißt du, und dann wieder 10 Jahre Vorteil. Alles easy. Sicher? Was soll passieren? Oh, shit. Apropos shit. Er liegt halt wieder rum. Und warum? Weil ich's kann. Der probiert es mit so einer Mitleidsgrätsche, will ich fast schon sagen. Alter! Du hast aber nicht damit gerechnet, dass du so viel Platz hast, oder? Mal Start. Warum? Ich will wechseln. Ja, dann kannst du ja wechseln, wenn du den Ball hast. Jetzt hättest du Start drücken können. Ja. Ah, das gibt es nicht. Jetzt drückt er, ja, ich wollte schon sagen. Oh, Fritz ist tot. Schön. Na, ja, schön, dass dafür Bugfriede reinkommt, der genauso viel hat. Wie oft willst du nur wechseln? 5 Mal oder was? Ja. Och. Danke. Naja, aus Fairness habe ich dir den Ball gegeben. Wofür auch immer Fairness, aber ja. Ah, das gibt es nicht. Er wartet nur, dass der Spieler rankommt. Gute Grätsche. Alter, hoffentlich habe ich den ausgewechselt. Verletzt, oder? Ja. Oh, ja, ja.
Hier erstmal Fritz, Bargfrede und noch irgendein Wechsel, der jetzt weggedrückt hat. Oh, Schalek ist verletzt, ja, ja. Schiri! Oh, hab ich. Was schreist du da nach dem Schiri? Einfach so. Irgendwer muss da ja was machen. Ah, da komme ich nicht hin. Halilo wird schon so ausgewechselt und Hand rein. Yeah. Warum kommt er da so durch? Oh, komm, das gibt's nicht. Der Keeper ist zur Stelle. Abseits. Abseits, ich werd bekloppt. Ja, pff. Also ich weiß nicht, ob du das hier siehst, meine Einstellung, aber ich gucke durch den Zaun. Du guckst durch den Zaun? Ja. Aber die Einstellung sehe ich nicht. Hast du aber schon davon. Kannst du dann im Video angucken. Na, einmal zur Eckfahne, weißt du? Zack, hab ich den Ball. Und? Oh, das wäre schade. So unverdient gewesen. Das wäre so gut gewesen. Nimm den Ball doch mit! Nee, nee. Bargfrede! Da gibt's hier Szenenapplaus vom Publikum für diesen sehr schönen Schuss, der leider ganz knapp am Tor vorbei. Ist knapp, ja. Ist klar. Alter Schiri! Einfach mal die Beine wegziehen! Einfach mal die Beine wegziehen! Da wird's nachträglich noch gelb geben, aber damit kann man leben, wenn man so den Sieg festhält. Minusovic zeigt da Kampf und Einsatz, so muss es sein. Auch nochmal die Mannschaft ein bisschen wachgerüttelt, ne? Und jetzt einfach nur lang und weit nach vorne und hoffen, dass der Schiri einen Einsinn hat mit den beiden Mannschaften und das Spiel abpfeift. Shit. Ah, ja, komm, das war ein Foul. Ja, das war ein Foul, deswegen hat er abgepfiffen. Freunde. Das Nordderby geht laut der FIFA-Prognose zumindest an Werder Bremen. Schreibt mal euren Tipp in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben. Na, wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut doch bei unseren anderen Videos vorbei. Bis dann noch rein. Ciao. Ciao.